euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute vor 3 Wochen bekam ich eine Fanzusendung. Und zwar dieses tolle Teil hier. Wie ihr seht, habe ich eine Menge Paketband genutzt, um alle sensiblen Daten zu zensieren. Das Paketband habe ich erst vor einer Woche gekauft. Eigentlich wollte ich das alles schon händisch entfernen, aber als ich die erste Schicht darunter hatte, da waren darunter noch mehr sensible Daten drin. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich diese Fanzusendung hier öffnen kann. Aber wie ihr seht, auf der Rückseite ist das schon leicht aufgegangen. Da habe ich ein bisschen Mist gebaut, als ich das alles händisch zensieren wollte. Und deswegen ist das jetzt schon so leicht auf. Ich gebe zu, ich habe da auch schon reingeguckt, was da drin ist. Aber ich möchte trotzdem euch das zeigen, was in dieser Fanzusendung hier drin ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Hier seht ihr übrigens meine Adresse. Hier könnt ihr mir Fanpost hinschicken, wenn ihr möchtet. Und nun werde ich es öffnen. Das geht ja diesmal relativ schnell. So, das kommt mal nach hinten hin. So, hier ist auch ein Brief drinne. Das Eselsohr kam leider von mir. Denn als ich alles wieder ordentlich reinpacken wollte, nachdem es mir einmal fast rausgefallen ist, habe ich da leider einen Knick reingehauen. Aber wie dem auch sei, ich lese es euch mal vor. Hallo Flatti, hier die versprochene Perücke. Kann man kämmen, waschen, schneiden. Vielleicht kannst du etwas daraus basteln. Grüße vom Pfirsich aus der Pogo-Community. Vielen Dank Pfirsich für die tolle Fanzusendung. Oh, man sieht es ja gar nicht. Aber so sieht auf jeden Fall die Verpackung aus. Und nun gucke ich mal, wie ich es öffne. Ah, so öffnet man das also. Also die Perücke fühlt sich schon mal richtig gut an. Das hier ist die Perücke. Und diese werde ich jetzt mal aufsetzen. Wenn ich weiß wie. Na gut, müssen wir das halt mal ganz provisorisch machen. Gut, dass ich die weiße Haube aufhabe. So. So sieht die Perücke aus. Ich werde mal gucken, wie ich die weiter auseinanderkriege, damit ich die richtig aufsetzen kann. Aber so seht ihr schon mal, wie das ausschaut bei mir irgendwie. Vielen Dank nochmal an Pfirsich, dass du mir die Perücke geschickt hast. Ich kann damit auf jeden Fall was Gutes anfangen. Denn wie ihr seht, habe ich hier oben kaum Haare. Aber dafür hinten. So, ich setze mal die Kappe wieder auf. Muss ich auch mal wieder waschen. So. Das war's jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.